Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im dritten Finalspiel der schwedischen Meisterschaft. Wir haben bis jetzt zwei Spiele verloren. Jetzt probieren wir auswärts natürlich einmal das Spiel zu gewinnen. Mal schauen wir, ob mir es gelingen wird. Wir haben zusammen das letzte Mal ja noch das Team neu konfiguriert, sage ich jetzt einmal, neu aufgestellt. Dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. 72er, 73er, 73er, 70er, den Angriffsvorteil und den Verteidigungsvorteil hätten wir, plus ein paar Ukrainer Defense. Entschuldigung. Und unsere Gastgeber haben natürlich den Heimvorteil plus die heimischen Gäste die heimischen Gäste, ja. Super HP. Die heimischen Fans im Rücken. Aber wir sind da nicht weit aufgekommen. Beides 73er Tore Chancen. Auf geht's. Center Spümer. Verlieren wir. So, jetzt geht's um und dann kann ich jetzt mal voll auf Angriff gehen. Jawohl. Ah, hat er noch geschnappt. Hat er noch geschnappt. Auch am Tor vorbei. Wenn man denkt, die Stifte für Verwirrung. Aber hier, nein, auch nicht. Aber hier, schießt der Adam des 1 zu 0 für Malmö. Hervorragend, hervorragend. So, jetzt geht's auf. Wir müssen jetzt hier einmal den Anschluss kriegen an die Serie. Oder nicht angeben können, der Lenzi.
So, 7 Minuten noch. Ah, der Lenzi Horden, der Lenzi Horden. Solderberg übernimmt. Der Quali. Bei 17 Uhr 1 zu 0 für Malmö. Vielleicht haben wir den Vorteil, dass sie sich die letzten zwei Spiele mehr gespielt haben. Aber wir haben jetzt auch schon eine lange Playoff-Runde hinter uns. Versuch was, gell? Na, da gleichen sie noch aus vor Ende des ersten Drittels. Das heißt, nur mehr aufpassen im nächsten Drittel. Zumindest auf Platz 6 sind wir mal in den Edge gekommen. So. Lenzi, Lenzi, Lenzi. Was machst du bei dem Rad? So, jetzt hat. Ah, nicht. Da gehen die Lule Hockeys in Führung. Echt nach der regulären Season habe ich echt damit gerechnet, dass ich da mit einem Meistertitel in die nächste Liga einsteige. Versammt, da habe ich versammt. Aber wir kannten es noch weniger. Wir kennen es noch weniger. Die Spiel auswärts.
sage jetzt nichts dazu. Ich sage jetzt einfach nichts dazu. Wahrscheinlich habe ich mir es mit der Strategie selber verschissen. Man muss das Kind bei Namen nennen, meine lieben Sportsfreunde. Man muss das Kind einfach mal bei Namen nennen. Der Goalie ist schon wirklich gut. Also der von Lule Hockey, der Goalie, der hebt schon viel auf. Also, man muss sagen, Hut ab von denen. Die Mannschaft spielt auch gut zusammen. Bei mir auch. Aber ich glaube, dass das die 7 Spiele sind, die was uns in die Knochen stecken. Verzögerungsstrafe, das hätte nicht sein dürfen. Das hätte nicht sein dürfen. Aber ich habe auch, glaube ich, schon gemeint, dass ich im Viertelfinale ausscheide, im Halbfinale ausscheide. Gegen Frölunda. Und trotzdem haben wir es nicht gewonnen. Aber es ist halt wie bei Bier Pro. Es funktioniert nicht immer so, wie man es gerne haben möchte. Aber es passt ja, es passt ja. Ein bisschen frustrierend, aber es passt ja. Mein Sportsfreund, es passt ja. Letztes entscheidendes und gefährliches Drittel. Wir müssen 2 Tore aufholen. Plus noch ein weiteres Schießen, dann wenn wir in die Overtime kommen würden. Lauter Pheromone anschauen, bin ich mit meinem Spieler, weiß gut wo. Konzentration im Spiel, Konzentration. Bis 17:04. So, 14 Bekannte, die es noch schaffen, die es ausgleichen.
Ah, Pfosten. Vorbei am Tor. Warum spielt der HB am Eis, wenn ihn als Center einteiltritt? Jetzt halt hochgeben. Siehst du, dass ich da vorhin lauf? Sollst du ins Abseits laufst oder ich? So, komm schon, Lenzi. Also, der hat ihn schon gar nicht mehr. Na klar, wir hätten jetzt da mit den Einstellungen auch miteinander spielen können, gell? Dass wir das gewinnen, dass die sagen können, ja, ich schau's mir, ich schaff das. Nein, will ich nicht. Auch die Regeln für mich nichts, die nächste Season ist nachher Standard-Einstellung bis auf Drittelpause. Ah, bis auf Drittellänge. Werden wir mit einem Vizetitel gehen? Es wird dann so sein, dass noch die Spielkampf um das Bier-Team Kimberley um 17 Uhr, dass um 18 Uhr dann die Auslosung stattfindet, wo gehe ich dann hin. Also jetzt nicht, also übermorgen sollten wir das verlieren, dass es zu keinem Spiel 5 kommt. Entschuldige. Kommt es dann um 18 Uhr zur Auslosung, wo geht der HB hin? Bin gespannt, weil zu dem Zeitpunkt ist kein definitiver Favorit bei ihm zum Auserfinden. Ja, jemand echt denkt, wir schaffen es. Jemand echt denkt, wir schaffen es. Aber mit 4 zu 1 schaffen wir es nicht. Und da werden da keinen Star ankriegen dafür. Nope.
Jetzt wird schwer. Nur drei Spiele gewinnen, wird schwer. Luleå Hockey ist jetzt das erste Mal, seit dass ich glaube ich NHL spiele, bin ich genau in der Situation, dass 0 zu 3 gegen mich steht. Aber mei, kann man nichts machen. Kann man nichts machen, meine lieben Sportsfreunde. Das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus BA-Team weitergeht, nichts mehr Neues versammelt werden. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.